Land auf, Land ab mit Transa. Travel und Outdoor. Swiss Military Hannover. Sport- und Lifestyle-Uhren. Und SBB Railway. Wie viele Facetten hat eigentlich die Schweiz? 5, 20 oder noch mehr? Kommen Sie doch einfach mit und finden Sie es raus. Nicole Bircher geht für Sie auf Entdeckungsreise. Atemberaubend, inspirierend, spannend. Das ist schon normal, wenn man ein mulmiges Gefühl hat. Das ist normal. Heute gehen wir am Rhein entlang. Vom Oberalpass geht es Richtung Sedrun bis nach Disentis. Kreative Menschen. Ich freue mich auch immer auf die Abfahrt. Und ein aufgeschlossenes Kloster. Die Schweiz mit ihren vielen Quellen ist das Wasserschloss von Europa. Und der Rhein, einer der wichtigsten Flüsse in Europa, hat beim Thomassee hier beim Oberalpass seinen Ursprung. Der Rhein hat die Region zur Selva geprägt und macht das bis heute noch. Heute starten wir unsere Sendung auf dem Oberalpass, die Verbindung zwischen Andermatt und Sedrun-Disentis. Hinter mir liegt der Kanton Uri, vor mir der Kanton Graubünden. Das Gebiet ist auch bekannt für Freirider oder auch für Tourenskifahrer. Zum Thema Sicherheit, Schnee und Lawinen kommen wir ganz am Schluss der Sendung. Wir gehen jetzt erst mal zu einer Familie, die hier in der Nähe etwas ganz Spezielles erfunden hat. Aber zuerst mal laufen wir noch ein bisschen laufen. Hier auf dem Oberalpass, oder auf Romanisch sagt man Alpsu, steht in der Nähe der Rheinquelle ein Leuchtturm. Dieser Leuchtturm steht als Zeichen für die 1231 km lange Strecke, die der Rhein vom Oberalpass bis ins Meer zurücklegt. Ein gleicher, aber grösserer Leuchtturm steht auch in Holland. Von hier aus geht unser Weg jetzt am Rhein entlang weiter. Weiter bis auf Sedrun. Und Disentis. Inzwischen sind wir bei der Familie Hess, ein bisschen ausserhalb von Sedrun angekommen. Die Familie hat hier auf dem Biohof zwei Standbeine. Zum einen haben sie ihre Tiere und den Garten, wo sie Getreide und Herdöpfel anpflanzen. Und zum anderen haben sie eben, wir haben es ganz am Anfang schon gesagt, etwas Spezielles erfunden. Das ist der Edi Hess. Bei ihm dreht sich ein Großteil von seinem Leben um die Rösser. Seine Tiere haben ihn vor 30 Jahren in zur Selva geführt. Hoi! Ja, hallo! Darf ich gerade zu dir reinkommen? Ja, warte, ich komme aufmachen, schnell. Du bist eigentlich so ein bisschen der Cowboy von hier. Aber eigentlich Witzeli. Nicht von hier, oder? Nein, ich bin Luzerner. Und du kommst daher, oder? Wieso bist du da? Ja, über den Oberalp. Ja, logisch. Nein, ich bin vor 31 Jahren hier hochgekommen. Weil es immer mich jetzt. Ich hatte Freude an den Bergen und mit den Rossen etwas gesucht, um zu arbeiten. Und so hat es mich auf Sedrun damals verschlagen. Und das ist jetzt dein Leben Trösser eigentlich? Oder nein, du hast noch viel mehr Sachen, oder? Jetzt bei den Geissen. Ich habe hier Geissen noch, Muttergeissen, die ich nicht mehr melde. Aber dann einfach suchen gibt es, wenn sie dann nachher geboren sind. Und dann haben wir noch vom Rätischen Graufee, Mutterkühe. Und was bedeutet dir Tier, die du hast? Alles. Ja, genau. Das kommen gerade nach der Frau. Kommen alle Tiere. Es geht nach der Frau. Die habe ich dabei. Jetzt gibt es ja etwas Spezielles, gell? Ja. Was gibt es genau? Das ist der Bio-Pferdelift. Bio-Pferdelift. Und das ist was genau? Das ist drei Rosse, ziehen den Schlitten mit einem langen Seil. Und da können die Kinder hinten dranhängen und den Berg rauf. Und dann wieder runterfahren. Und ich hole sie wieder. So gut. Wie bist du so nicht gekommen? Ich habe einfach ein bisschen studiert, wie ich die Rosse brauchen und irgendwie einfach noch etwas machen, dass ich nicht noch irgendwo auswärts arbeiten muss, sondern dass man einfach alles vom Betrieb aus könnte. Quasi etwas gegen die Abwanderung machen. Das ist jetzt der 3 PS Skilift. Und der Tim, Miki und der Hani sind der Antrieb vom Lift. Die Liebe zu den Rössern hat Edi zum Kutscher, zum Bergbauer und schlussendlich jetzt sogar zu einem Skiliftbesitzer gemacht. Sedrun. Bereits schon Anfang des 20. Jahrhunderts sind die Leute hierher gekommen zum Skifahren.
1914 hat es da schon den ersten Skiclub gegeben und ein paar Jahre später dann auch schon die erste Skischule. Ah, mira, quella della televisione. Dann nicht ganz verstanden, hallo. Sind ihr das Team von Land auf, Land ab? Ja. Freut mich, dass ihr hier da drin seid, wenn ihr noch einen Kaffee nehmt und eine feine Nusstorte probieren. Wir haben euch auf diesen Tisch gehen. Nehmt schnell Platz. Kaffee also und Nusstorte liegen mit ihm. Ja, das stimmt eigentlich. Noch eine kurze Kaffeepause und dann geht es ins Kloster. In der Zwischenzeit schauen wir bei unserer Familie vorbei. Im Land der Steinböck fährt für eine vierköpfige Familie ein Wochenende in den Bergen an. In 4 Episoden begleiten wir die Familie bei ihrem grossen Ziel, einen Steinbock zu sehen. Begleitet werden sie vom Jäger John und vom Corrado. Die beiden sind ein eingespieltes Team und immer zum Zweiten unterwegs. Freude, dass sie heute endlich diesen Steinbock gesehen haben, ist immer noch gross bei der Familie. Doch nach gerade mal 200 Metern wartet ein weiteres Spektakel auf sie. Genau hier auf dem Wanderweg ist es stillgestanden. Mit wie viel Tempo kommt das da oben runter? Puh, ich weiss nicht, die Nassschneelawinen kommen langsamer als eine Staublawine. Staublawine, das ist so blitzartig. Wo der Wetterbericht so viel Schnee angesagt hat, Niederschlag, haben sie den ganzen Innerberg evakuiert. Niemand darf mehr in der Hütte bleiben, die Restaurants sind geschlossen. Der Niederschlag ist mal oben runtergekommen. Und um wieder aufzumachen, die Piste, haben sie das müssen sprengen, um zu schauen, wie viel kommt oben runter. Hat es viele Elster da? Ja, sehr viel. Im Sommer siehst du ja nicht, weil es voller Laub ist. Dann... Das ist ja mega cool. Es lohnt sich, wenn man zwischendurch die Welt mit den Kinderaugen anschauen tut. Man sieht plötzlich viele Kleinigkeiten, die man vielleicht gar nicht entdeckt hat. Sehr schön ist es der Weisshase. Und die, wenn dann wirklich eine grosse Schneedecke ist und nichts zum Anknabbern haben und so, tut der Schneehase noch den eigenen Kot fressen. Okay. Ja. Als Abschluss von diesen 2 Tagen zeigt John mit viel Freude noch sein Jägerhütli. Also wir haben wirklich viele Spuren gesehen. Kote Zaum heute noch und gestern mehr Spuren. Vor allem die Lawine war eindrücklich und das andere war spannend und cool. Es war alles mega cool. Ich habe viele Tiere gesehen. Es war alles cool. So der kapitale Bock. Irgendwie so schön am Hang, aber durch ist lässig. Aber auch die kleinen Sachen, eben das Böllchen vom Hase, das er geschissen hat. Und ja, was er alles macht, dass du irgendwie einfach mal kannst fressen. Im Sinne von, ja, wenn er Hunger hat und nichts mehr anderes findet. Ja, so die Geschichte hinter den Tieren, hinter der Landschaft. Das ist etwas Schönes da. Ja, es ist immer schön, wenn Kinder etwas annehmen, wo man erzählen tut, wo ein gewisses Wissen und Erfahrung dahinter steckt. Eigentlich gut so. Also heute Abend, glaube ich, sind wir alle zusammen, die ganze Familie, müde, aber voll mit Sonne, frischer Luft und auch viel Energie für die neue Woche. Und mit der 4. und somit letzten Episode endet das Wochenende von unserer Familie hier. Zurück wieder in der Surselva. Auf dem Weg am Rhein entlang nach Disentis. Das Kloster von Disentis sieht man schon von weitem. Unser Tagesziel kommt näher. Das Kloster gibt es seit dem 8. Jahrhundert. Es ist ein Benediktinerkloster. Zum Kloster gehört eine Mittelschule und ein Internat für auswärtige Schülerinnen und Schüler. Gesamthaft gehören 22 Mönche zum Kloster Disentis. Und einer davon ist der Abt Vigeli. Er ist seit fast 30 Jahren im Kloster Disentis daheim. Wir sind hier im Empfangszimmer des Klosters, wo man mit den Leuten Gespräche führen könnte oder eben auch Bekannte empfangen könnte und Leute, die Rat suchen oder aussprechen können. Da kommen dann ganz viele Leute auch hierher, die irgendwie Rat brauchen? Es kommen immer wieder Leute und vermehrt Leute. Also das ist wirklich ein Bedürfnis, das wir feststellen in den letzten Jahren, das zunimmt. Ja. Im Kloster Disentis fängt der Tag am Morgen um 5 Uhr an. Neben Betten, Meditation wird auch geschafft, also Büro, Unterricht, Bäckerei oder auch Krankenzimmer. Es gibt einen geregelten Tagesablauf im Kloster. Viel Programm, aber Freizeit gibt es auch zwischendurch.
Freizeit gibt es auch, ja, natürlich. Also der Sonntag ist ja der Tag der Ruhe. Aber ist für die meisten natürlich auch. Mit dem Gottesdienst und schon ist das auch eine Arbeit oder dann wieder Bekannte empfangen und so. Aber das ist wirklich der Tag, wo man dann auch sich erholen kann, Spaziergang oder Skifahren, im Sommer laufen oder so. Und auch unter der Woche. Also da kann dann jeder Mitbruder das auch dementsprechend einteilen, dass er einmal einen halben Tag hat für sich, wenn er etwas unternehmen kann. Dann gehen ihr auch hier ein bisschen Skifahren? Ich bin immer wieder Skifahren gegangen, aber jetzt die letzten zwei Jahre habe ich die Ski noch nicht ausgepackt. Obwohl es heuer gerade so schön gewesen wäre. Vielleicht gelingt es mir noch. Gibt es denn irgendetwas, wo ihr manchmal sagt, das vermisse ich? Könnte ich jetzt nicht sagen. Wir haben ziemlich ein offenes Leben da und wir haben natürlich auch sehr vielfältiges Leben mit der Schule, mit den Gästen, mit den kirchlichen Feiern und ja, da ist immer etwas los und also es ist also kein langweiliges Leben, nur mit Betten und Arbeiten, also Ora et Labora, das mag vielleicht eintönig klingen, aber es ist sehr spannend. Der Abt Vigeli ist eine offene und unterhaltsame Person. Und auch im ganzen Kloster ist es wichtig, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Freut mich. Guten Stefan, herzlich willkommen. So haben sie vor einem Jahr in den Klostermauern 40 Hotelzimmer eingerichtet, wo alle willkommen sind. Wir sind schon wieder parat. Wir haben aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes himmlisch geschlafen. Und jetzt geht es auf fast 3000 Meter rauf. Und dort treffen wir dann noch den Paul. Der Paul hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist heute Bergführer. Freut mich, mal meine Gegend hier zu zeigen. Dankeschön, wir machen heute eine Tour. Woher gehen wir? Wir gehen vom Pizzaullift zu oberst im Skigebiet, füllen wir an, auffällen. Und dann laufen wir über Pizzaull, über die Scharten hin zum Brunifirn, zum Gletscher. Aber wir machen jetzt erst noch eine kleine Übung für Sicherheit, oder? Genau. Ich möchte dich ganz schnell ein bisschen einführen in Lawinen-Suchgerät, dass du eine Ahnung hast, was das heisst. Wenn es natürlich der Worst Case eintrifft, man hat einen Lawinenunfall, dann muss man extrem schnell reagieren. Weil wenn man vergraben ist unter dem Schnee, nach 3 Minuten verstickst du etwa. Es gibt hier die verschiedenen Suchphasen. Das heisst, es gibt die Signalsuche. Wenn man das Gerät von Senden auf Suchen umschaltet, bis der erste Signal kommt. Dann kommt die Suchphase 2, die Grobsuche. Das Gerät führt dich eigentlich zum Verschütteten. Das heisst, zuerst sind wir schnell und am Schluss noch die Feinsuche. Das heisst, ich muss tief auf die Schneeoberfläche runter und dann genau und präzise arbeiten. Und dann kommt dann am Schluss noch die sogenannte Punktsuche. Mit der Sonde probiert man das Opfer oder den Verschütteten auszufinden, wo, und dann kommt am Schluss noch zu graben. Aber du bist ja eigentlich immer im Gelände oder viel im Gelände unterwegs. Was gibt dir das Freeride oder das Tourenski außerhalb? Ich finde es eben schön, wenn man Leute in den Bergen führen kann und zeigen, die eine schöne Natur zeigen und sie natürlich ihre Ferienerlebnisse können sicher und safe geniessen. Und was gibt es dir selber? Für mich ist es der schönste Beruf, den man haben kann. Natürlich gibt es hier den Beruf mit tausenden von Aufstiegsmöglichkeiten. Ja, das stimmt. Aber natürlich fahre ich auch sehr gerne oben runter wieder. Ja. Jetzt heisst es Fähle dran tun, LVS-Gerät einschalten und checken. Und dann kann es losgehen. Für uns endet an dieser Stelle jetzt die Sendung und auch unsere Winterstaffel. Wir schauen auf viele schöne Erinnerungen und auch Begegnungen zurück. Danke euch daheim, dass ihr uns begleitet habt. Wir sind dann im Sommer wieder für euch unterwegs und wünschen euch bis dahin eine wunderbare Zeit und bis bald. Machen Sie mit und gewinnen Sie eine Übernachtung im Hotel Kreuzli in Sedrun für 2 Personen inklusive ein Bündner Abendessen und den Eintritt ins Wellness Bonn Sedrun. Und dazu gibt es eine Uhr von Swiss Military Hannover. Unsere heutige Wettbewerbsfrage ist: Wo ist der Ursprung vom Rhein? Ist das A. beim Blausee im Berner Oberland oder B. beim Thomassee auf dem Oberalpass? Schicken Sie ein E-Mail an landauf-landab@sat1.ch. Der Teilnahmeschluss ist am nächsten Montag.
Und mit dieser Sendung endet unsere Winterstaffel. Wir schauen auf viele schöne Erlebnisse und Begegnungen zurück und freuen uns schon jetzt, wenn unsere Reise im Sommer weitergeht. Land auf, Land ab mit Transa. Travel und Outdoor. Swiss Military Hannover. Sport- und Lifestyle-Uhren. Und SBB Railway.